Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir haben da ja noch einen Brief im Inventar Kopfgeld im Namen von Balgruf der Ältere an alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf, die Banditen in Retroran Zuflucht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ein Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Proventus Aveniti. Und ich schätze mal, das wird hier zu dem Quest gehören. Verschiedenes. Genau hier sind wir. Ja. Und da schauen wir mal gleich auf der Karte. Und das ist nicht gar so weit hier weg. Ja. Da könnten wir gleich hinstarten. Ne? Und das machen wir dann auch gleich. Ja. Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit ja. Wir sollten hier bei Talos Schrein auch jemanden treffen, aber ich weiß nicht genau wen. Egal. Wir werden eine schnelle Reise machen. Ich muss mich nur kurz mal umziehen. Schauen wir mal, was wir da alles anhaben. Wir setzen wieder den Helm auf und auf die Karte und reisen da gleich einmal zum Staubmannsgrab. Wir haben keine Begleiter mehr, die sind alle davon gelaufen, während wir gelevelt haben. Und ja, ewig auf der Suche nach einem Paar Schuhen gewesen sind, die verzaubert sind mit Lautlosigkeit. Ich kann das aber nicht finden und ich habe diese Verzauberungsmöglichkeit auch noch nicht. Aber egal, Leute, ja. Wir gehen jetzt einmal allein da auf die Birsch, schauen, was da so abgeht. Und ja, wir haben ja in der Zwischenzeit gelevelt den Diebstahl und das Schleichen. Und ja, gut, wir müssen da runter. Ich glaube, das da vorne ist die Richtung, die stimmt. Das ist die Zuflucht da oben, ja. Ich schätze mal, wir werden dort auf Zauberer stoßen oder Banditen oder eben die Kombination aus beiden. Und wie immer freut uns das ja riesig. Ah ja klar, das muss der sein. Ja. Was haben wir denn da? Wir haben jetzt Feuerarten, Feuerball kurz einmal ausgerüstet und dann gleich einmal die Tremoras auch. Wo ist er? Futsch. Da ist ein Riese. Leute. Und schauen wir uns das an, oder nicht? Ja klar. Das schauen wir uns aus der Nähe an. Der Riese versteckt sich, ja? Kann das sein? Andere Rüstung, habe ganz vergessen, Leute, und ich bin heute nicht sehr redselig, weil ich da jetzt schon so lange in dem Game bin. Wo ist denn der Teufel schon wieder? Da vor uns. Ich ehre meinen Herrn. Der Vernichtung. Na komm. Na sicher. Jetzt
Ja, Leute, da geht's wieder mal runter. Kaum gespawnt hier und schon gegen Riesen und Drachen. Ich glaub's ja nicht. Auf wen geht denn der da jetzt los? Noch ein Riese, oder was? Ich ehre meinen Herrn mit eurer Vernichtung. Na gut. Der macht da eine Weltreise. Ja, der versteckt sich da hinten. Na gut, dann laufen wir mal zu. Auf was geht denn der los da oben überhaupt? Wen hat denn da ein Messier überhaupt? Na super. Ein Tiger. Ist der lästig, Leute? Ja, da geht wieder eine ganze... Ja, super, komm her. So, und jetzt noch... den Todesstoß. Und das war's dann auch schon. Leute, war der echt die Fliegerei. Ich muss mir da was suchen. Ah, wir haben keinen Backesel dabei. Das kommt ja noch blöder. Können wir auch noch mitnehmen. Ja, geht schon. Okay. Ja, wieder mal ein Drache. Und eine Drachenseele aufgenommen. Wow. So, schauen wir, dass wir dort hinkommen, zu dieser Zuflucht da. Ich habe gedacht, das ist da vorn irgendwo. Aber wir müssen da wieder, falls wir nicht da schon waren. Hm? Nö, waren wir nicht. Okay, Jungs, seid ihr dabei? Gehen wir da schnell mal rein. So, dann machen wir da noch einen auf lautlos. Eventuell. Wo haben wir das Zeug? So, und dann rüsten wir uns gleich aus, auch wie sich's gehört. Da haben wir das und ja, passt schon. Wir brauchen eine Waffe auch noch. Ja. Das Schwert des Himmelschmiedstahls. Okay. So, da sind wir endlich. Banditenlager, Banditenführer und so ein Schmarrn. Ja, das müssen wir auch noch. Niemand kommt!
entkommen, Sterblicher! Kein ernstzunehmender Gegner. Ja, die Banditen sind nicht unbedingt zu unterschätzen, würde ich mal sagen. Manchmal haben die einen Zauberer dabei, einen ganz hässlichen, aber da geht schon wieder um Geld, die streiten natürlich wieder um Geld, ist ja klar. Da hinten ist er, wir spawnen da die Jungs. Wir können da was probieren. Wir haben ja die Unsichtbarkeit. Und ja. Diese Schwäche. Wo seid ihr? Und schon war es um ihn geschehen. Und noch einmal. Abgeschlossen, tötet den Banditenanführer in, ja, lass dir von Proventus aber nichts das Kopfgeld geben. Ah, ich habe mir da ja mehr vorgestellt, Leute. Ist ja gut, dass da uns ein Drache dazwischen gekommen ist. Das ging ja rasch, Leute. Das wollte ich ja nicht. Aber mit dem Schleichen und ja, Schleichangriff und so, da kommt schon einiges zusammen. Wir haben da alles mit. Ich schaue mal da alles durch. Schnell wie immer. Da gibt es natürlich wieder einen Zaubertrank. Und ja, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen an das Game. Ich habe ja schon wieder lang nicht gespielt. Außer nur gelevelt und das ist echt öde mittlerweile. Leute, da liegt was. Die letzte Saat. Ja. Ich glaube, das habe ich schon. Da drüben ist noch eine Truhe. Da nehme ich nichts mit. Da Fass. Salz ist immer gut. Und dann noch ein Fass. Und wie gesagt, Salz zum Zaubern. Und da kommen wir. Die Truhe mal Gold. Wir haben Smaragd. Eine Schatzkarte. Die können wir lesen. Kurz mal. Die sagt uns da viel. Ah, wir werden das schon rausfinden. Ne? Die nehmen wir, das Amulett, ja, Blocken, Stahlzweihänder haben wir auch noch genug, Stahl der Zombies und eine Robe. Ah, gut so. Dann war es das eigentlich schon hier. Ein Schmarrnbuch da. Da ist auch nichts. Knoblauch. Nö, Schmarrn. Blödsinn. Ah ja, mir hat wer gesagt, dass hier ein besonderes Zauberbuch irgendwo sein soll. Aber anscheinend ist dem nicht so. Nämlich das Zauberbuch umwandeln, ja. Dann können wir Eisen in Gold umwandeln und so weiter und so fort, aber schaut nicht so aus. Ich schaue nochmal genau nach, ob da irgendwas vergessen wurde. Da gibt es nur was zu essen. Bier, ein Waschlappen. Ja, irgendwie haben es die ja immer schön cool eingerichtet hier. Okay, na gut. Banditenführer, Gold gib her. Deine Rüstung kannst du erhalten. Und wir haben da noch ein Schwert und ein Dolch. Den brauchen wir nicht. Banditenräuber und... Das war's dann auch schon. Okay. Ich kann das ja nicht glauben, dass ich da das nicht finde. Oder ist das ein anderer Quest? Ja? Okay.
Leute, ich durchsuche das noch einmal und wir machen da dann einen Schnitt. Bis gleich. So Leute, Buch haben wir keins gefunden, aber wir sind hier da am Weg zu unserer Belohnung, ja. Irgendwie ist die Dosita auch ein wenig enttäuscht, ja. Aber wir werden das schon hinbekommen. Irgendwelche Belohnungen wird es da geben und dann passt das auch schon. Wo ist denn unser Freund? Ich hoffe, der schlaft da nicht da. Doch, der wird schon schlafen, oder? Bist du das? Nee, Irilet. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren? Mach keine Späße mit mir. Da ist er ja. Schau, schau. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Okay. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Der Banditenführer von Retoran. Zuflucht ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold abgeschlossen. Lasst ihr vom Proventus das Kopfgeld geben. Einrichten mag ich nix und so. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, schauen wir mal, was du da machst. Und dann könntest du auch ein Mage spendieren, weil wir haben ja einen Durst. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Eigentlich nicht. Leute, Dosita wird dann noch ein Quetschchen halten mit diesem Typen da. Die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger, als die meisten annehmen. Der Jarl bittet mich zum Beispiel oft um einen unschätzbaren Rat. Ist okay. Ja, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns wieder beim nächsten Aufarbeiten des Quests da. Der Questliste eigentlich, ja. Bis dann, Leute. Ciao.